Hey Leute, herzlich willkommen hier bei RMG TV. Heute habe ich mal wieder ein Unboxing für euch. Und zwar zum EVGA Mainboard Z77 Stinger. Dieses Mainboard ist im ETX-Design gehalten und eignet sich daher sehr gut für kleine Gaming-Rechner. Dieses Mainboard wird außerdem auch noch in meinem PC-Projekt dazu stoßen, wo ich euch zeigen werde, wie man ein LAN-Party-PC zusammenbaut und auf was es drauf ankommt. Aber zuerst widmen wir uns mal dem Mainboard. Zur Vorderseite. Man sieht, wir haben hier in so einer Metalloptik, wie es für EVGA üblich ist, das Z77-Sting stehen, darunter Stinger und hier oben steht, dass wir USB 3 auf dem Board haben, SATA 6G oder SATA 3 und dass die PCI Express Schnittstelle 3, also in der Version 3.0 vorhanden ist. Außerdem haben wir hier natürlich, wie schon der Name des Boards sagt, den Z77 Chipsatz von Intel verbaut. Das bedeutet, ihr könnt die Grafikeinheit von eurem Prozessor, wie beispielsweise den Core i5-3570K oder noch einen benutzen und diesen sogar übertakten. Natürlich ist es nicht nur auf den Core i3 bzw. Core i5 beschränkt, sondern ihr könnt auch noch den Core i7 draufsetzen. So, das war die Vorderseite. Auf der Oberseite seht ihr, da steht Z77 Stinger. Genau das gleiche, was auf der Vorderseite steht. Auf der Seite ein bisschen Werbegeplapper, was dieses Board alles kann und was auch nicht. Auf der Rückseite Intel, also die ganzen Intel-Logos und was das Board alles kann. Und auf der anderen Seite auch nochmal ein wenig Werbegeplänker. Auf der Rückseite seht ihr dann schon das Bild vom EVGA Stinger Board. Das Besondere an diesem Board ist, das werdet ihr auch gleich sehen, dass ihr eben den Sockel, also den 1155er Sockel, ziemlich weit vom PCI Express Platz weg habt. Das ermöglicht euch sogar etwas größere CPU-Kühler zu bauen, wie beispielsweise den Katana 4. So, wir haben hier außerdem die nochmal einmal aufgelistet, was dieses Board kann. Dass EVGA euch einen 24-Stunden-Support extra bereitstellt und. Aber das interessiert uns nicht. Wir wollen wissen, wie das Board aussieht. Und darum mache ich hier einmal das ganze Plastik ab, beziehungsweise die Folie. Weil das war erst frisch heute von Case King zu mir gekommen. Nach einer ellenlangen Wartezeit. So, hier einmal den Sticker dann von EVGA aufschneiden. So. Und jetzt schauen wir uns das Board an und was alles im Lieferumfang enthalten ist. So, Karton weg. Oben ein kleiner Warnhinweis. Interessiert uns nicht. Und dann aus dem ersten Karton kommt noch ein Karton, den wir edel aufklappen können. Und auf dem Karton ist nichts Besonderes, ist einfach nur ein schwarzer, normaler Karton. Wir klappen auf und was sehen wir da? Erstmal oben zwei sehr kleine Schrauben im Deckel angebracht. Wofür die sind, kann ich euch jetzt noch nicht genau sagen. Werde ich euch aber verraten, wenn wir den LAN-Party-PC zusammenbauen. Dann haben wir einmal hier eine kleine Anleitung mit Treibern und wie man hier eine Grafikkarte und Arbeitsspeicher eben einbaut. Und außerdem haben wir hier den altbekannten EVGA Metallsticker, den EVGA jetzt zu nahezu jedes Produkt beilegt. So. Was haben wir sonst noch? Einmal, das kann man nicht so gut erkennen, darum werde ich euch einmal einen Blick in die Tüte gewähren, weil sonst würde ich das nämlich nicht machen. So, wir haben hier einmal Molex auf SATA-Stromversorgung, dann einmal ein
Ne, nicht nur eins, sogar zwei runde SATA-Kabel in der nächsten Tüte ist. Hier, das können wir auch so gesehen, das ist die Slotblende für das Mainboard. In der Tüte haben wir einmal aufreißen. Nochmal zwei Kabel, einmal, beziehungsweise wir haben hier nochmal Molex auf SATA-Stromversorgung und zwei Flachband-SATA-Stecker. Und dann kommen wir auch schon zum Mainboard. Für EVGA typisch, sehr gut verpackt. Wir machen sie mal hier auf. Ihr seht, auf dieses Symbol müsst ihr besonders drauf acht geben. ESD. Nämlich, ihr könnt mit eurer elektrischen Aufladung das Mainboard durch eine falsche Berührung beschädigen. Darum immer vorher ehren. Hier kommt noch einmal die Luftpolsterfolie, wo ebenfalls so ein ESD-Aufschrift ist. Und dann ziehen wir auch schon das Mainboard mal heraus. So, das Mainboard hat doch erstaunlicherweise doch schon ein kleines Gewicht. Und hier oben seht ihr schon ein paar Aufkleber. Was haben wir hier alles auf dem Mainboard? Hier unten befindet sich der USB 3.0 und die USB 2.0 Schnittstellen. Nochmal ein wenig tiefer haben wir die PCI Express 3.0 Schnittstelle. Als nächstes hätten wir hier, wo der fette Aufkleber ist, mit einer wirklichen Einbauanleitung, wie man den Prozessor dort richtig drauf platziert. Das mache ich mal einmal ab. So, darunter befindet sich der L550er-Sockel für euren Prozessor. Hinter diesem Aufkleber hier befinden sich die RAM-Bänke und die SATA-Anschlüsse. Welcher jetzt für die 6 Gigabit sind, weiß ich jetzt nicht genau. Ich gehe mal davon aus, dass das die roten sein müssen, die eben die schnellere Verbindung haben. So, was haben wir denn sonst noch? Wir haben hier einmal den Mainboard-Stromanschluss und den CPU-Stromanschluss. Beim CPU-Stromanschluss ist das Besondere, dass es im ITX-Format ein 8-Pin-Stromanschluss ist. Meistens wird ja in ein ITX-Format nur ein 4-Pin-Stromanschluss für die CPU bereitgestellt, da es ja ziemlich stromsparend sein soll. Aber EVGA will sich ja an die Gamer richten und an die Übertakter mit diesem Mainboard, weil das haben sie nämlich. Dadurch haben wir auch hier einen Kühlkörper auf die Spannungswandler und es glänzt und funkelt schon überall. Ja, und deswegen haben wir hier auch einen 8-poligen Stromanschluss, damit wir auch ordentlich übertakten können. Dann haben wir hier eine kleine Status-LED bzw. eine LCD-Anzeige, wo Fehlercodes euch angezeigt werden. Hier unten für unser Audiosystem, für Front-Audio, Power-LED und die Anschlüsse. Und nun kommen wir auch mal zur Rückseite, beziehungsweise zu den richtigen Anschlüssen, die nach außen geführt werden. Wir haben hier einmal zweimal SATA, zweimal USB 2.0, einmal Bluetooth, ein DisplayPort, einen HDMI-Stecker, dreimal, ach, was sage ich da, viermal USB 3.0, dann ein Gigabit LAN und ein 7.1 Soundsystem, beziehungsweise für 7.1 Sound an, ja, für 7.1 Soundsysteme ausgelegtes Audiosystem von Realtek. So, das war's soweit zum EVGA Z77 Stinger. Ich hoffe, euch hat dieses Unboxing gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann bitte einen Daumen runter. Wenn ihr Fragen zu dem Produkt habt, dann stellt sie einfach. Ich werde versuchen, euch alle Fragen zu beantworten. Und ja, das war's soweit. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag auf YouTube und sage Tschüss, bis zu meinem nächsten Video.